Hier ist der Christian. Heute geht es um das Thema Video konvertieren. Es ist immer wieder das Problem, man hat ein tolles Video und man möchte das zum Beispiel auf seinem iPhone dann auch noch anschauen. Und das Video ist aber leider in einem anderen Format und man muss das dann irgendwie konvertieren oder umwandeln. Zum Umwandeln gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten zeige ich euch jetzt. Und zwar gibt es eine Möglichkeit zu konvertieren mit der Software Abanquest Convert Video. Ich habe mir hier die Testversion angeschaut oder runtergeladen. Und das ist ein sehr kleines und ein sehr einfaches Tool. Also wenn ihr das Programm öffnet, dann braucht ihr eigentlich nur mehr die Videodatei öffnen oder die DVD öffnen und könnt das dann eigentlich schon sofort konvertieren. Das hier geht im Eingabeformat und im Ausgabe-In könnt ihr einstellen, wo der Film dann oder dieses Video dann gespeichert worden ist. Dann gibt es unter Zielvideo den Button, welches Format möchtet ihr. Möchtet ihr zum Beispiel das normale Windows Media Format, ein Videoformat, was mit den meisten Videoplayern kompatibel ist, oder ein Videoformat für das iPhone oder für das iPod oder für iPad oder generell ein Videoformat für Mobilgeräte, wie zum Beispiel für Android-Phones und so weiter. Dann kann man dann unter Benutzer definiert auch noch mehrere Einstellungen machen. Zum Beispiel die Bildrate einstellen, hier das Format auch nochmal. Die Codierung selbst, ist das MPEG oder H.264. Die Bitrate und so weiter. Man kann die Audio-Einstellungen hier vornehmen. Also sehr einfach eigentlich, aber die Standardeinstellungen reichen eigentlich aus für eine sehr einfache und schnelle Konvertierung. Es ist so, dass es hier zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt einmal die einfache Konvertierung und dann gibt es den erweiterten Modus. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die einfache Konvertierung an. Da geht ihr einfach zum Beispiel im Eingabeformat und durchsuchen mein Video zum Beispiel, meine Videodatei. Habe ich hier schon ein Video ausgewählt, das öffnet man einfach. Man kann aus jedem Verzeichnis das Video auswählen, wie ihr wollt. So, und dann ist das Video auch schon drinnen. Wichtig ist, dass ihr dann auch noch den Zielort, wo die Datei gespeichert werden soll, eingibt und in welches Format. Wir wählen jetzt mal das iPhone-Format aus. Und dann geht es eigentlich schon los mit einfach Konvertierung starten drücken. Und dann geht schon los. Hier seht ihr, ist jetzt eine neue Datei dazugekommen. Ich habe als Zielort den Desktop eingegeben und die Konvertierung läuft jetzt. Je nach Größe dauert die Konvertierung wenige Sekunden bis mehrere Stunden, ist ganz klar. So, und jetzt ist das Video fertig. Das ist ja relativ schnell gegangen. Die Schnelligkeit, also wie schnell die Konvertierung dauert, hängt natürlich auch von euren Rechten ab. Habt ihr einen schnellen PC oder einen langsameren PC, und auch davon ist die Geschwindigkeit abhängig. So, wir haben das Video konvertiert, das können wir jetzt ganz kurz anschauen. Einfach Doppelklick, schauen wir uns das an, was das ausschaut. Und hier seht ihr dieses Konvertiert mit Abanquest Convert Video, das ist ein Wasserzeichen, das wird eben bei der Testversion eingefügt. Damit dieses Wasserzeichen verschwindet, müsst ihr die Vollversion kaufen oder euch registrieren. Das ist im Prinzip schon die Funktion von Convert Video, also sehr einfach. Es gibt dann im Bereich erweiterten Modus noch, wenn ihr hier draufklickt, gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr dieses Programm eure Computer durchsucht und dass ihr mehrere Videos gleichzeitig konvertieren könnt. Das ist eigentlich in dem erweiterten Modus möglich. Das war es eigentlich schon von der Software selbst. Ich würde euch vorschlagen, ladet einfach mal die Demo-Version runter. Und wie kommt ihr jetzt am besten zur Demo-Version? Hier geht ihr auf euren Internetbrowser und gebt da die Seite softwaregigant.com ein. Softwaregigant ist eine Software-Suchmaschine. Und da gebt ihr einfach den Suchbegriff zum Beispiel Convert Video ein. Als Beispiel.
dann sucht ihr nach einem Programm mit dem Inhalt Convert Video oder Video Converter. Und hier haben wir auch schon dieses AvantQuest Video Converter. Hier könnt ihr dann das Produkt anklicken. Da seht ihr dann einige Informationen vom Produkt selbst. Und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Und wie gesagt, hier könnt ihr euch die Demo-Version dann runterladen. So, das Tolle am Software-Gigant ist auch noch, es ist nicht nur eine Suchmaschine für Software, sondern es ist auch ein Software-Vergleichsportal. Weil ich habe die Möglichkeit, hier zum Beispiel geht ihr auf Vergleichen und dann könnt ihr zum Beispiel Vergleiche anstellen. Markiert einfach verschiedene Softwareprodukte, auf alle vergleichen und dann seht ihr schon einige Infos zum Produkt und so weiter und könnt ihr euch selber einen gewissen Vergleich dann machen. Das geht eben über Software-Gigant und von Software-Gigant gibt es auch noch ein Offline-Tool, das könnt ihr euch unter softwaresearchtool.com runterladen. Klickt einfach hier Free Download, dann könnt ihr euch das runterladen. Das ist dann dieses kleine Software-Tool hier. Und gebt ihr wieder als Suchbegriff zum Beispiel Video Converter ein. Und dann wird schon wieder nach einer Software mit dem Inhalt Video Convert gesucht. Und hier haben wir schon wieder dieses Software-Vergleichsportal. Da könnt ihr wieder die Demo-Version runterladen, die Software vergleichen und so weiter. Das war's schon wieder von meiner Seite. Wenn ihr noch Fragen habt, diese könnt ihr stellen unter der oben eingeblendeten Fanpage. Ich wünsche noch einen schönen Tag